Ja, und habe so parallel zu diesen, sagen wir mal, sehr katholisch engen und auch braven Leben entdeckt, dass ich mit mein, dass in meinem Körper eine unglaubliche Energie ist, mit der ich umgehen muss. Ne? Ich hatte in meiner Jugendzeit eine Anorexie, also so eine Magersucht. Das war also eine ganz starke Herausforderung mit meinem Körper, wo ich damals so gelernt habe, ich will den beherrschen, ich will Macht über den haben. Das hat mich total verwirrt einerseits, weil ich dort was entdeckt habe, das mich so fasziniert hat andererseits, und aber auch wieder völlig verwirrt, weil ich dachte, die spinnen, also die machen da Dinge, die ich nicht mehr kontrollieren kann. Also das war wie so, so na, also so, da, das sind halt Leute, haben was weiß ich, geschrien oder ihre Gefühle halt wirklich ausgedrückt, und ich wusste ja nicht, wie meine Gefühle überhaupt erstmal spüren und dann auch in einer Weise ausdrücken, die wirklich in Einklang ist mit dem, was da wirklich zum Vorschein kommen will. Und die fünf Rhythmen sind eigentlich im Grunde nur fünf Energieformen, mit denen ich diesen Körper in Bewegung, in Ausdruck bringen kann. Also so wie wie wir Traumata in uns speichern, so genauso speichert der Körper die Erfahrung von, wow, es da, es fließt.